Ja, liebe Leute, heute geht's mit Wreckfest weiter und wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen und das heißt Hitman of Fate. Los geht's. Wir fahren heute mit unserer Killer BS und versuchen da heute das Ding irgendwie nach Hause zu rocken, wie auch immer, oder zu Hause nach Hause zu fahren. Naja, mal gucken. Heute geht es auf jeden Fall weiter. Wir gehen jetzt einfach Wreckfest und ja, so viel haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel dazu fahren. Ich weiß es gar nicht. Jetzt gerade auf Anhieb. Mal gucken, was wir dann danach machen können, müssen, wollen, dürfen. Ich weiß es doch nicht. Ernsthaft nicht. Einfach schauen. Es ist übrigens wieder ein kleines Turnier. Aha. Zerstöre drei Gegner, lass mindestens drei Gegner rausreden. Drausdrehen. Na, gucken wir mal. Und hier geht es wieder darum, unter die ersten 12 zu kommen, zumindest für den ersten Versuch. Für den ersten nehmen wir mal mit. Ah, da gab es so eine leichte Berührung. Ei, 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 ei. So, das Taxi nehmen wir mit. Und dann sind wir auch nur 10 da. Boah, Alter! Hast du es jetzt? Ja, also 13 da momentan nur. Und das ist nur eine Runde vor Ende. Wir haben einfach paar Mal heute mal noch mal zwei rausgedreht, aber ich glaube, wollen wir das Ding hier heute gewinnen, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Erstmal geht es nur darum, für die zweite Runde zu erreichen. Und wir sind jetzt Fünfter, zumindest von dem ersten Lauf. Aber liegt auch daran, dass der uns richtig an die Nummer ran wollte. Also wir nehmen auf jeden Fall den ersten Schritt mit und gehen auf jeden Fall schon mal. Unser Rival ist raus. Ja, der hat sich schon verabschiedet. Lauf Nummer 2, wir sind auf jeden Fall so zumindest mal einen Schritt weiter, eine Runde weiter. Das ist erstmal das Wichtigste. So, Halbfinale, liebe Leute. Auch wenn es nur eine kurze Folge geht, wieder, dass wieder drei Gegner rausdrehen, mindestens. Das wollen wir natürlich heute versuchen. So, Texas hauen, geht mal baden auf die Liane Richtung. Oh, die hat es auch schön in die Wand gedrückt, den Kollegen. Wir führen mal ein Rennen an, liebe Leute. Ja, und uns dann natürlich jetzt wieder der ein oder andere an der Wand, an der Seite klebt. Oder wie am Arsch gehen wird. Wir kommen zumindest mal rüber. Drei Mann sind das hinter uns, aber innerhalb von nur einer guten Sekunde. Rock Dog ist der Erste. Oh, den hat aber ziemlich böse zerlegt, den guten Pepper. Ja, und auf einmal sind wir da nicht der Erste.
Und mit einem schönen Slide geht's mal vor auf Platz 1. Holen wir uns den Sieg hier noch. Und wir werden den Schlag noch ab und kriegen es tatsächlich hin, in das erste Rennen, das zweite Rennen oder das Halbfinale zu gewinnen. Und ja, der Schnellste heute ist nicht dabei gewesen. Dieser Schavel hätte ja mit 31,6 die schnellste Runde gewonnen. Er ist raus und steht dann nicht mehr im Finale. Da stehen wir nämlich jetzt mit den Jungs aus dem zweiten Halbfinale. Na, mal gucken. So, ab ins Finale, Runde 6. Runde. 6 Runden, Entschuldigung. Und wir wollen natürlich, dass sie gewinnen. Aber schön gemacht. Auf jeden Fall schönes Rennen gewesen. Muss ich sagen. So, letzte Rennen auf jeden Fall heute nochmal. Klang. Okay, das war ein bisschen zu eng in der Kurve. Den nehmen wir mal mit, den Rock Dog, den hole ich mir, den Kombi. Das war eigentlich jetzt gerade der Plan an der Sache. Auch hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten Auto, was jetzt... der will uns auch nochmal an der Wand ziehen. Das kriegt er auch hin. Und verlieren richtig in Position, wenn wir da einen Platz verloren haben. Wenn wir einen Dreh in einer Situation hatten. Also, müssen wir uns jetzt richtig wieder durchs Feld arbeiten. Können wir dieses Finale in diesem Turnier gewinnen oder hat dieser Schlag das Ding entschieden? Weil jetzt heißt es erstmal wieder ein bisschen nach vorne arbeiten. Ja, Fünfter sind wir nur. Der Gelbe da vorne, der ist jetzt... Ist jetzt ein bisschen in den Eid, aber den bin ich, jetzt bin ich wieder dran an ihm. So, jetzt haben wir mal kurz mit den Führenden rausgenommen. Aber es ist Dritter nur noch, weil wir bei der zweiten vorbeigerutscht sind. Jawoll! Das hat uns jetzt ein bisschen in den Arsch gerade gerettet, weil der... Ja, so waren wir Zweiter jetzt gerade. Es ist ein Demolition Race und sobald wir nur einen wegkriegen. Jawohl, der geht in die Wand, der Konkurrent. Jetzt führen wir da so einen Rennbahn. So, letzte Runde gleich. Ja, wir kommen rüber. Letzte Runde. So, kann man das Ding hier nach Hause fahren? Wir müssen dieses Rennen hier klar gewinnen, um, oder überhaupt gewinnen, um den Turniersieg zu holen. Dann hätten wir das Halbfinale und das Finale vor uns entschieden. Ja, der Führende, der unsere Verfolger ist auch noch nicht durch, ist nicht reingekommen in das... Aber es reicht, um... dieses Ding nach Hause zu fahren. Wir sind nicht einmal in die Achtreihe oder in das Querfeld reingefahren, sondern haben es Durchgabe erhalten und haben es dann gewonnen. Auf jeden Fall. Am Ende. Puh, sauber. Das war nicht ganz unwichtig. Ja, nachdem wir im ersten Rennen nur Fünfter geworden sind, klar, weitergekommen sind, gewinnen wir dann das Halbfinale und das Finale. Und das Finale war eigentlich das Wichtigste. Hauptsache, wir gewinnen das und haben diesen Turnier, haben diesen Turniersieg für uns geholt.
So, damit sind wir auch sogar schon durch. Ja? Leider nur 1 von 2 Zielen. Wir haben 3 Autos nicht zerstört. Wir haben nicht 3 Autos zerstört. Aber das ist mir in dem Moment auch relativ wurscht. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir sind durch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem. Ja. Mit dem nächsten Rennen. Oder den nächsten Rennen. Bis dahin und tschüss.